Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Bruchrechnen. Vor uns sind 6 kleine Aufgaben, die im Kopf gerechnet werden können. Der Schwierigkeitsgrad liegt darin, die exakte Formulierung des Beispiels zu beachten. Beispiel A: Vergrößere 20 auf 7/5 von 20. Auf etwas vergrößern bedeutet in dem Fall einfach 7/5 von 20 zu berechnen. Dieses von wird in dem Fall mit einem Mal übersetzt. Und die konkrete Rechnung führen wir aus, indem wir die Reihenfolge ideal wählen. 20 durch 5 lässt sich einfach berechnen zu 4, mal 7 ist 28. Im Beispiel B müssen wir 18 um ein Drittel von 18 vergrößern. Das können wir tatsächlich so, wie es da steht, ausrechnen. 18 und ein Drittel von 18 dazu ist einfach 18 plus 6, also 24. Alternativ hätten wir zuerst uns auch überlegen können, wenn wir zu einem Ganzen von 18 ein Drittel von 18 addieren, dazu zählen, es vergrößern, dann müssen wir 4 Drittel von 18 erhalten. 4 Drittel von 18, 18 durch 3 ist 6, mal 4 ist wieder 24. Das wäre der alternative Weg zum Ergebnis. Beispiel C. Vergrößere 30 um 8/5 von 30. Wortwörtlich übersetzt müssen wir also zu 30 8/5 von 30 addieren. 30 durch 5 ist 6, mal 8 ist 48 und 30 dazu ergibt 78. Wir hätten aber auch von vornherein wieder sagen können, ein Ganzes und 8/5, also 5/5 und 8/5, ergibt 13/5 von 30. Also 30 durch 5, 6 mal 13. 6 mal 13, ohne große Überraschung, ergibt wieder 78. Beispiel Dora. In diesem Fall sollen wir verkleinern. Die Formulierung ist aber wieder verkleinern auf. Das heißt, wir verkleinern 24 auf 3/4 von 24. Und dieses 3/4 von 24 ist schon die Verkleinerung an sich. Wir müssen also auch in dem Fall wieder, wie bei A, nicht addieren oder subtrahieren in dem Fall. 3/4 von 24, 24 durch 4 ist 6, mal 3 ist 18, ergibt das Ergebnis. Beispiel Emil. Verkleinere 42 um 3/7 von 42. Wortwörtlich ist die Angabe so zu übersetzen. Also 42 minus 3/7 von 42. 42 durch 7 ist 6, mal 3 ist 18. 42 minus 18 ist 24. Alternativ hätten wir uns aber auch von vornherein überlegen können, dass 42 minus 3/7 von 42, ein Ganzes minus 3/7, 4/7 von 42 sind. Und diese 4/7 von 42, 42 durch 7 ist 6, mal 4 ist 24, hätten wir auch direkt berechnen können. Folgt noch Beispiel Friedrich. Verkleinere 87 um 2/3 von 87. Da wählen wir gleich den schnellen Weg. 2/3 von 87 abgezogen ergibt 1/3 von 87. Es reicht also 87 durch 3 zu dividieren. Und wir erhalten 29 als Ergebnis. Und mit diesen Einzelergebnissen ist das Beispiel auch schon zur Gänze gelöst.